Herzlich willkommen. So, es ist wieder Freitag und wir nutzen die Zeit, bevor ich nach Berlin abdampfen muss, um weiter Hardcore Colonization zu spielen. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet alle eine coole Woche oder auch eine warme Woche. Wenn ihr frei hattet, hoffentlich eine sehr warme Woche und ihr habt ganz viel Zeit am Baggersee oder im Freibad rumgelegen. Und in diesem Sinne erstmal Hallo an den Neo, den Tobos, den Miami Dolphins Fan, den Elo, den Explorer, den Thorsten, den Fischkopf. Und alle, die sonst noch schon da sind. So, wir werden uns heute damit beschäftigen, ein paar Missionen abzuschließen. Wir sind nämlich letztes Mal ja losgeflogen, um unseren ersten Touristen auf dem Mond zu landen. Wir haben auch einen kleinen Zwischenstopp an der Mondraumstation eingelegt. Da sind wir auch gerade. Und ich glaube, der Biom-Scan vom Moon müsste auch fertig werden. Und dann natürlich noch ein Hallo an den Ernie und an Sakemi. Und dann schauen wir mal, was das heute so hergibt. Ich hoffe, ihr könnt schon was sehen. Bei mir wird zumindest angezeigt, dass ihr was sehen könnt, weil der Explo gerade fragt. Wenn nicht, am besten mal die Seite neu laden. Und wir gehen jetzt mal, ich glaube, als allererstes mal rüber zu unserer Mondmission, die gerade unterwegs ist. Was ist das denn? Resource Load. Achso, da war irgendwas. Irgendwas konnte man da machen. Frag mich nicht, das muss ich mir noch angucken. Ich glaube, momentan gehört das zu Moon Space Station, weil wir da angedockt sind. So, und ich würde sagen, wir gucken da mal rein, wo wir da gerade so stehen. Wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, neben unserem Piloten und einem Touristen, die die Mondlandung durchführen sollen, noch einen Kolonisten mit dabei. Und der Tobos ist jetzt ein Kerbonaut, willkommen und danke für das Follow und natürlich viel Spaß beim Zugucken. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier so stehen. Ich glaube nämlich, die sitzen alle noch in der Kapsel. Ich glaube, wir haben genau hier Stopp gemacht. Hier ist unsere Raumstation, die momentan noch ziemlich unbemannt sein dürfte. Und wir hatten den Patrick mitgenommen und ich glaube, der Patrick ist auch der Kollege, der jetzt hier bleiben sollte. Transfer Crew, den Patrick und ich würde sagen, den Patrick stecken wir als erstes mal. Ja, wo stecken wir den denn rein? Ich glaube hier in den Aufenthaltsraum, oder? Da geht es ihm dann hoffentlich ganz gut und dann können wir hier mal schauen, dass auch der Life Support schon mal an ist. Das sieht schon mal gut aus. Was haben wir hier eigentlich getrieben? Wir haben A Crew Transfer near the Mann. Haben wir noch nie gemacht. Jetzt haben wir einen gemacht. Sehr schön. Und hallo auch an den Mercury. Und, Ewok, du bist Patrick Kerman. Ja, dann willkommen auf deiner ganz eigenen Raumstation. Nur für dich kannst du erstmal ganz alleine wohnen. Wir werden heute im Laufe des Abends wahrscheinlich noch eine Crew zu dir rüberschicken. Aber erstmal muss hier der Emmerdler seine Mission oder seinen Ausflug ja eigentlich abschließen. Und wir machen hier aber mal für dich schon mal alles an, damit du nicht irgendwie traurig wirst. Das heißt, du hast jetzt hier gemütliche 237 Tage Habitation und fast 2 Jahre zu essen. Das wird sich gleich nochmal relativieren, wenn wir abdocken. Dann wird das sogar noch besser für dich, weil du dann alleine da bist. Du willst eine Cupola haben? Dann können wir mal gucken, ob man dich in eine Cupola... Ich weiß nicht, ob man dich in eine Cupola reinsetzen kann oder ob du nur Sightseeing da machen kannst, aber ich kann dich, wenn das nicht geht, gerne in das Labor setzen. Wo bist du? Zack. Guck mal, man kann leider niemanden in die Cupolas reinsetzen, aber wenn du magst, setze ich dich hier hinten rein. Dann sitzt du in der Nom-O-Matic, da ist es schön grün und von da aus kannst du dir aussuchen, in welche von den Cupolas du gehst. Dann kannst du dir jetzt die ganze Zeit den Mond angucken, während wir da kreisen. Und wir werden nämlich hier unsere Landung machen. Könnte man eigentlich jetzt tun, ne? Könnte man eigentlich jetzt, wenn man mal ein bisschen Gas gibt und nicht rumalbert, könnten wir jetzt unsere Landung in diesem Krater machen. Machen wir das doch mal. Ich wollte noch ein bisschen Sprit mitnehmen. Ach, warte mal. Kein Crossfeed, richtig? Kein Crossfeed durch diese Teile. Oh no. Oder ich kann auch nicht crossfeeden. Doch, crossfeeden kann ich schon, aber kein Crossfeed durch diese Teile. Verdammt. Woran liegt's? An irgendeinem Teil. Irgendwas kann ich crossfeeden. Ha! Ärgerlich. Na gut, dann ist das halt so. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein ganz schnelles Undock hier. Das wird auf jeden Fall sportlich. So viel würde ich schon mal sagen.
Das wird auf jeden Fall sportlich, hier noch eine Landung hinzulegen. Sonst kann man das Knoll auch nicht einklappen. Mal aufpassen, dass wir uns hier nicht irgendwie die Solarpanels kaputt hauen. Mal kurz ein bisschen auf Abstand gehen. Ah, ich glaube, wir machen dann noch eine Runde. Ich gebe jetzt mal ein ganz kleines bisschen Gas, dass wir hier wegkommen von unserer Raumstation. So, jetzt schauen wir mal, was sich da so ergibt. Aber ich würde auch sagen, wir sind fast ein bisschen spät dran. Wir wollen ja hier irgendwo den Krater ein bisschen zentraler erkunden. Das heißt, wir können uns, glaube ich, jetzt mal ein Stück weit zumindest mit einem Zeitraffergleich bewegen. Und ich möchte uns ein bisschen zentraler in den Krater reinholen. Und dann machen wir hier ein schönes Bremsmanöver, gehen flach über den Krater rüber bis ans andere Ende und dann sind wir hier schon schön im Tiefflug und können uns eine schöne Stelle aussuchen, an der wir das machen wollen. So, jetzt machen wir aber hier mal den Antrieb auf, dass wir dann nachher nicht irgendwie mit 5% Schub in der Gegend rumdüdeln. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier unsere Runde um den Mond fertig drehen. Und der Dinge harren, die da kommen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal mit maximal möglichen Zeitraffer, den wir hier kriegen können. Das ist halt hundertfach. Mehr gibt's nicht. Und währenddessen bauen wir auch ein bisschen Abstand zu unserer Station auf. Sodass wir da nicht irgendwie in die Station reinknallen. Da ist übrigens unsere andere Raumstation. Da ist der mysteriöse Steinbogen, da ist unser Rover und die erste Moonbase, also unsere erste Base überhaupt, die wir gebaut haben. So, die ersten Learnings. Ich glaube, da war unsere, genau, die erste Moonlandung. Also wir kommen ja an ganz vielen historischen Orten vorbei mit unserem Touristen. Also Emmettler, wenn du jetzt nicht zufrieden bist, weiß ich auch nicht mehr, was ich mit dir noch machen soll. So, und jetzt kommen wir gleich an unserem Manöver an. Das werden wir natürlich nicht 6 Minuten für brauchen. Das dürfte deutlich entspannter und schneller gehen. Von daher können wir da ein bisschen näher ran. So, und dann drehen wir uns mal zurecht zu unserem Manöver und gucken mal, wie lange wir wirklich brauchen. Ja, relativ gut geschätzt. Das passt doch. Dann brennen wir das mal schnell weg. So, wir haben 2200 Delta V. Für eine Mondlandung braucht man 1640. Das heißt, mit wieder hoch braucht man dann irgendwie 1200. Dann haben wir noch 1000, um zurückzukommen. Also, sollte klappen. Kriegen wir, glaube ich, hin. So, das ist das Thema Überflug. Das ist jetzt angeschaltet. Das heißt, wir kommen jetzt auf jeden Fall auf den Krater runter. Jetzt geht es abwärts mit uns in Richtung unseres zu untersuchenden Kraters, das wir natürlich, oder den wir natürlich dafür nutzen, um dann gleich noch ein bisschen Tourismus zu betreiben. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal an, hier unsere Beinchen auch mit auszufahren. Und irgendwas ist passiert. Jawohl, der Biomscan vom Mond ist auch fertig geworden. Das heißt, wir haben auch wieder einen weiteren Auftrag abgeschlossen. Den da. Und ich bin mal ganz guter Dinge, dass wir das hier auch noch hinbekommen und den Emmettler dann auch noch nach Hause kriegen. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz für neue Aufträge. Und dann schauen wir mal, was uns das russische Roulette so bringt. So, kommen wir aber zum Thema, oder zum wichtigen Thema des Abends. Was gibt's heute zu trinken? Ich habe mich heute für einen Rum mal entschieden, um die Woche ein bisschen ausklingen zu lassen. Und zwar einen venezolanischen Rum, den Ron Botucal. Ganz warmer, weicher, runder Rum. Und davon nehme ich jetzt mal einen Schluck und dann mache ich eine Landung. Sehr, sehr lecker. Ein bisschen wie Medizin. So. Ich gehe mal so mittig dazwischen, dass wir vor allen Dingen auch ein bisschen den Vertical Speed rausnehmen. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel. Aber nicht nur den Horizontal, weil sonst ziehen wir es arg kurz. Muss jetzt mal gucken, dass wir das Gleichgewicht finden. Aber das sieht ganz gut aus. Zwischen nicht zu schnell abstürzen und nicht zu schnell seitlich fliegen. Aber wir können eigentlich, wir sind jetzt drüber, ne? Wir können schon mal beginnen, ein bisschen runter zu bremsen. Wir haben nämlich doch ganz gut Speed drauf. Da sollten wir nicht zu sehr mit rumkaspern. Und ein bisschen fallen ist ja gar nicht schlimm. Und hier sieht es eigentlich auch so zwischen den Kratern gar nicht schlecht aus insgesamt für eine Landung.
Und wir haben auch noch Sonnenlicht, dass man hier im Hellen operieren kann. Oh, sehr schöne Sternbilder da hinten. Okay. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wie es ist. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen Schub raus, dass wir es einfach weiterbrennen lassen. Okay, genau da wollen wir wahrscheinlich nicht landen. Da müssen wir mal ein bisschen abkürzen noch. Ich würde gerne hier irgendwie davor. Ich glaube, da sieht das ganz gut aus eigentlich. Dass wir hier eine schöne Landezone haben, die hoffentlich halbwegs glatt ist vom Untergrund her. Wäre zumindest so meine Erwartungshaltung. Und wenn wir uns da schön reinbremsen, da haben wir dann hoffentlich einen guten Parkplatz, mit dem man was anfangen kann. So, noch ein bisschen. Hier ist noch so ein kleiner Krater zu erkennen. Ich glaube, so ist das doch ganz nett. Rumkaspern. Haha, hahaha. Ja, nee, ich habe mal gedacht, immer nur Whisky oder Bier ist ja auch langweilig. Und ich habe vor einer Weile einen ganz leckeren Rum geschenkt bekommen. Also den Botokal, den habe ich auch schon mal getrunken. Der ist wirklich sehr angenehm. Und ich habe gedacht, heute, bei mir wird das eh eine sehr kurze Nacht heute. Weil ich ja sehr, sehr zeitig morgen zum Zug zurück muss. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell runterkommen. Weil wir schon nur noch 4000 Meter bis zum Boden haben. Und hab gedacht, dann so ein ganz entspannter, leckerer Rum, das ist doch mal was. So. Und Köbel Engineer ist an, hier. Und da ist Surface und so weiter. So, offen. Das sollte eigentlich passen. Jetzt muss ich nur ein bisschen gucken. Also ich will nicht zu viel Fuel verschwenden. Ich will aber auch nicht wie ein Stein nach unten fallen. Wir haben jetzt noch 2000 Meter. Da müssen wir nicht unbedingt mit 100 Metern pro Sekunde dem Boden entgegenkommen. Da kann man ein bisschen was gegen machen. Ja, langsam, langsam sollten wir ein bisschen bremsen, ne? Oh, wir brennen doch ganz gut Treibstoff raus, muss ich sagen. Mal schauen, wie das nachher so ist mit nach Hause kommen. Aber wäre gelacht, wenn wir es nicht irgendwie hinbekommen. So. Okay. Ich glaube, das Schlimmste haben wir. So, wir sind kurz vor Suicide Burn angekommen. Das muss. Wir müssen es nicht ganz so riskant spielen, glaube ich. Möchte ich zumindest nicht. Nicht mit dem Touristen. Der kotzt uns hier nur die ganze Bude voll. So, noch 70 Meter. Bisschen langsamer noch. Sehr schön, 40 Meter. Das sieht gar nicht schlecht aus. Bisschen Speed noch raus. Und langsam, langsam, langsam. Und aus. Hä? Hä? Reibungslos darauf. Prost. Ja, sehr schön, dass du auch einen Botokal rumstehen hast. Ist tatsächlich, finde ich, ein sehr leckerer Whisky. Ja, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall eine 10-10-Landung gewesen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber ist auch mit Tourist, da muss man das ordentlich machen. Muss da immer mal ein bisschen mit Wasser hinterher spülen, weil es ist leider immer noch sehr, sehr warm hier. Das habe ich heute auch auf 21 Uhr geschoben. Damit es zumindest nicht ganz so brütend heiß ist, dass ich hier irgendwie sterbe während dem Livestream. Aber es ist nah dran. Nah dran. Okay, also Emmettler müssen wir jetzt noch nach Hause bringen. Ich weiß gar nicht. Nee, genau. Touristen können nicht aussteigen. Aber der Louis kann aussteigen. Und der kann auf jeden Fall schon mal einen Crew Report machen. Und den mitbringen aus diesem Eastern Farside Crater. Und der kann vor allen Dingen hier auch mal eine Bodenprobe mitbringen. Nicht auf Solarpanel fallen. Denn wir wollen hier ja potenziell unsere erste halbwegs selbstversorgende Basis aufbauen. Diejenigen von euch, die letzte Folge nicht mitbekommen haben. Hier gibt's Gypsum. Jetzt habe ich es wieder verdrängt. Gypsum war das Lehm? War Gypsum Lehm? Auf jeden Fall gibt es hier das, was man braucht, um Dünger herzustellen. Soweit ich das. Also wir müssen uns nachher mal diese Resource Converter angucken, wie man das so abbaut. Das muss dann hier an die Mondbasis ran.
Aber man kann hier wohl Gypsum abbauen. So, jetzt nehmen wir hier auf jeden Fall nochmal einen EFA-Report und wir nehmen vor allen Dingen ein Surface-Sample mit. Und ich würde sagen, wir bauen hier schon mal eine Flagge auf oder auch nicht. Informationen. Wir wollen. Nee. Wir wollen den Moon als Fokus setzen. Und konnte man hier das Overlay einschalten? Zack. So. Achso, die Farbe ist einfach doof. So. Und jetzt guck mal. Wir hatten hier. Genau, wenn man den Cut-off macht. Hey, wartet mal, ist das der falsche Krater? Das war doch hier, oder? Es war am Rand von dem Krater. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier in diesem Krater Gypsum mit drin war, oder? Ah, oder ist es dieser Krater? Vielleicht. Aber nur vielleicht bin ich im falschen Krater gelandet. Hoppla. Ich glaube, wir wollen in diesen Krater unsere Basis bauen. Ich korrigiere mich. Wir sind, glaube ich, falsch abgebogen. Aber es ist auch ein schöner Krater für so touristische Zwecke. Wir haben da jetzt mal eine Bodenprobe genommen, stellt sich raus. Da ist gar nichts. Die sehen aber auch alle gleich aus, oder? Da könnte man ja mal eine Beschriftung machen. Also, wartet mal. Aber das ist ja quasi um die Ecke von unserer Basis. Habe ich mich so sehr getäuscht? Ich muss mir dann, glaube ich, nochmal die andere Folge angucken. Ich war mir ziemlich sicher, dass es der Krater genau auf der anderen Seite unserer Basis ist, in dem die ganzen Ressourcen sind. Hier ist jetzt irgendwie gar nichts mehr drin. Carbonite. Gibt's auch da? Also es muss scheinbar dieser Krater gewesen sein. Naja, hier fuckt ab. Gott sei Dank nicht abgefuckt, sondern rechtzeitig gemerkt, dass wir das nächste Mal in dem anderen Krater landen sollen. Aber das macht es natürlich noch ein bisschen einfacher, weil dann ja die andere Basis de facto um die Ecke steht. Hier sind halt so leichte Ausläufer. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich den richtigen Krater habe, aber ich bin etwas verwirrt, weil das letzte Mal definitiv deutlich mehr Gypsum da war. Deutlich mehr. Verrückt. Das scannen wir dann, glaube ich, nochmal, bevor wir irgendwo eine Basis absetzen. Also. Gedankliche Randnotiz an mich und an euch alle. Ihr müsst mich daran erinnern. Wenn wir hier mit einer Basis hinfliegen, muss da auf jeden Fall nochmal gescannt werden. Detailliert, damit wir an der richtigen Stelle landen, wo man dann auch tatsächlich. Also der wichtige Punkt ist der Kram hier. Von dem gibt es eh schon nicht so viel auf dem Mond. Offensichtlich gibt es hier an der Stelle sehr viel davon. Wo auch immer das ist. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal überprüfen, bevor wir eine Basis absetzen. Weil es wäre sehr peinlich, eine Basis mit, hey, wir können jetzt Dünger herstellen, hier abzustellen. Um dann festzustellen, dass da gar kein Dünger, also dass da gar kein Gypsum als Ressource verfügbar ist. Ja, wie gesagt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das eigentlich auf der anderen Seite war. Deshalb bin ich auch so verwirrt. Ich werde mir auf jeden Fall die andere Folge dann nochmal angucken. Ich habe ja morgen ein bisschen Zeit im Zug. Auch wenn das irgendwie mies ist, sich seine eigenen Folgen angucken zu müssen. Aber das interessiert mich jetzt doch ein bisschen, ob ich da so völlig versagt habe. Wartet mal, habe ich? Ja, Review Sample. Ich habe ein Sample mitgenommen. Sehr schön. Das heißt, wir können hier wieder an Bord gehen. So. Gut, das heißt aber, wenn ihr das auch so seht, dann bin ich zumindest nicht komplett verrückt. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, ich gucke es mir auch nochmal an und wir scannen das nochmal in Ruhe durch und gucken uns das. Vielleicht schicke ich auch nochmal einen Scansat her mit entsprechender Ressourcenuntersuchungskapazität oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall veräppelt mich der Mond gerade. Naja, so ist das halt manchmal. Gut, wir starten jetzt, glaube ich, aber erstmal für unsere Rückreise, bevor wir irgendwas anderes machen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So,
Jetzt geht's erstmal zurück in den Mondorbit. Ey, wir haben echt ein bisschen wenig Fuel, ne? Ein bisschen wenig Fuel mit dabei. Meine, haben wir noch so 600-700, um zurückzukommen. Mal gucken, ob das reicht, dass wir es zurückschaffen in einen Kerbin Aerobrake. Ja, die Landung war, unabhängig davon, war die super und wir haben auf jeden Fall wissenschaftliche Erkenntnisse mitgenommen, nämlich in Form von einer Bodenprobe und ein paar Reports. Also es war ja nicht umsonst. Interessant wäre es natürlich trotzdem jetzt nochmal zu klären, warum, wieso und weshalb da nicht das war, was wir erwartet haben. Das verwirrt mich nämlich etwas. Aber naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wird sich alles klären. Wenn der Sprit nicht reicht, hilft nur ein Schieben. Nee, ich werde das einmal mit Manöver kurz durchrechnen oben, sobald wir im Orbit sind. Wenn der Sprit nicht reicht, werden wir uns ganz gemütlich mit dem Sprit, den wir noch haben, an die Raumstation verdüdeln und uns da ein bisschen frisches Obst und vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk gönnen, während wir dann die Crew mal vorbeischicken und dann danach frisch betankt zurückfliegen. Oder so. Denn wir müssen es ja nicht übertreiben. Oder ein großes Risiko eingehen mit Emadler an Bord, wenn sich rausstellt, dass wir gerade gar keine super faire Chance haben, das irgendwie in den Orbit, nach Kerbin zurückzuschaffen. In Orbit zurück, sage ich schon. So, machen wir erstmal 20 Kilometer Höhe. So für den Anfang. Schön im Tiefflug über die Moon-Oberfläche, damit Emmendla auch noch ein bisschen was geboten bekommt auf dem Abflug. So. Kann man die Koordinaten. Nee, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann auf jeden Fall über ScanSat einen Waypoint setzen, also eine Markierung. Und damit haben wir dann die richtige Stelle. Also, es beweist auf jeden Fall, dass wir ganz, ganz explizit, bevor wir mit einer. Also, jetzt mit dem Touristen, alles witzig, schöner Krater und so. Aber wir müssen auf jeden Fall mit der Basis sehr darauf achten, dass wir die richtige Stelle erwischen und nicht irgendwo landen, wo dann das, was wir haben wollten, gar nicht da ist. Weil der Krater jetzt wäre ein richtiger Zonk gewesen. Da war ja gar nichts zu holen, ne? So, jetzt schauen wir mal. Wir haben Orbit erreicht. So, jetzt haben wir noch gute 829 Metaschins Delta V. Jetzt müssen wir einmal vom Mond weg damit. Das werden wahrscheinlich so 200 bisschen sein. Oh, nicht mal ganz 200. So. Wir könnten natürlich auch gleich einfach Vollgas geben. Mal gucken, wie weit wir das provozieren können. So, ja, na gut, müssen wir nicht. Also 200 und ein bisschen. Zack. Da sind wir hier hinten. Das ist in 3 Stunden. Okay. Und dann wird hier nochmal gebremst. Dann haben wir nämlich noch 628 ungefähr im Tank. Und 628 minus das hier. Warte mal, ein bisschen noch. Schwupp, so. Ja, okay, alles klar. Kommen wir noch ganz entspannt zurück. Ist alles gut. Das heißt, wir können den Heimweg antreten. Den Krater sehen, um das zu vergleichen, wo ich gelandet bin. Warte mal. Ich war jetzt gerade hier, bin ich gelandet. Kleiner Krater daneben. Hier. Furche da raus. In dem bin ich gerade gelandet. Oder bin ich in dem? Nee, das ist der Krater, wo die andere Basis steht, genau. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da
Noch ein Krater? Ich weiß es nicht. Irgendwas gibt es da irgendwo. So, wir machen uns jetzt aber mal für den Heimweg bereit. Zack. Ja. Gut, 35 Sekunden Burn in 3 Minuten. Das kriegen wir alles hin. Dann haben wir noch genug Delta wie. Ach, guck mal, da kommt Kerbin wieder hinter dem Moon hervor. Sehr schön. Und dann bringen wir jetzt erstmal Emmerdla nach Hause und dann machen wir uns einen Kopf, wie das mit dieser ganzen Basisbaugeschichte weitergeht. So. Wir fliegen das jetzt mal relativ exakt, das Manöver, damit nicht allzu viele Probleme auftreten mit Treibstoffverbrauch. Der mit den Ressourcen sieht anders aus. Ja, müssen wir nochmal gucken, welcher das jetzt genau war. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und wir haben noch nicht mal eine Basis gebaut und losgeschickt. Also wir sind noch so weit davon entfernt, also so weit davon entfernt im Sinne von, wir haben noch nicht mal gestartet. Wir können noch in aller Ruhe den richtigen Krater bestimmen. Wir wissen jetzt schon mal, welcher es nicht war und dass wir aufpassen müssen. So. Genau, das meine ich mit diesem Waypoint-Elo, den Marker zu setzen. Trinken und fliegen ist tatsächlich gleichzeitig etwas schwierig. So. Immer das Positive sehen. Ich, natürlich, um Himmels Willen. Ihr kennt mich, ich bin alter Optimist. Ich gebe nie auf. Also, ich meine, das ist ja nicht mal ein richtiges Desaster gewesen. Es war ja einfach nur eine Mondlandung im Krater. Und wenn wir das Emmerdla nicht erzählen, dass das der andere Krater war und das gar nicht der Krater sein wird, wo wir die Moonbase hinschicken, das sieht doch keiner auf den Fotos. Ich bitte euch. Der hat da unten ein paar Bilder aus dem Fenster gemacht. Mondkrater sieht wie Mondkrater aus. Er kann dann weiterhin steif behaupten, dass er, ne, Tourist da war, wo die Mondbasis steht. Noch bevor es die Mondbasis gab. Er hat es quasi erfunden. Alles gut, Emmerdla. Du warst auf dem Mond, du warst auf dem Krater. Du hast nicht gesagt, in welchen Krater du wolltest. Wir haben da mal improvisiert. So, jetzt aber erstmal wieder in die Kerbin-Umlaufbahn. Wie geht's uns sonst so? Habitation ist noch schick. Essen ist auch noch schick. Alles ist super. Okay, und Emmerdla ist auch noch glücklich, oder? Ja, wir müssen ihn nur noch recovern. So, das heißt, wir machen jetzt einen Retro-Burn. Bis. Achso, dafür gehen wir vielleicht mal aus dem Zeitraffer raus. So, und jetzt burnen wir uns mal ziemlich nah an die Atmosphäre ran. Und dann werden wir kurz vor der Atmosphäre noch den restlichen Treibstoff rausbrennen, um die Eintrittsgeschwindigkeit oder die Wiedereintrittsgeschwindigkeit noch so niedrig wie möglich zu ziehen, damit uns Emmerdla natürlich mal wieder nicht die Sitze vollkotzt und wir auch beim Wiedereintritt nicht verglühen. Das wäre nämlich auch ziemlich peinlich. Genau. So, jetzt wird aber erstmal gebremst. Ich würde mal sagen, wir gehen mal so auf knappe 65 oder so, damit wir ein bisschen Spielraum haben zum Bremsen. Erstmal in einen schönen flachen Winkel reinkommen. So, dann würde ich sagen, Zeitraffer an und auf in Richtung Kerbin. Gut. Ich lasse doch hier unsere Touristen nicht verschwinden. Also ich bitte euch, wenn Emmerdla die Reise gefallen hat, bucht der vielleicht noch was Teureres. Vielleicht will der dann nochmal nach Duna oder so. Ich finde das übrigens cool, ich habe es in der Liste gesehen. Es gibt mittlerweile doch ein paar mehr Touristen. Also ihr habt die große Chance erkannt, die Tourismus mit sich bringt und auch die Mitwirkung, die ihr als Tourist haben könnt, was ihr alles Tolles sehen könnt. Finde ich super cool. Am Anfang gab es nämlich irgendwie nur 2 Leute, die sich als Tourist gemeldet haben. Mittlerweile sind es doch ein, zwei Handvoll. Übrigens, insgesamt sind wir ganz kurz davor, dass auf der Liste insgesamt, ich glaube, 300 Kerbonauten-Anwärter stehen, also Touristen und alles mit eingerechnet. Ich würde mal sagen, wird ganz gut angenommen. Und wir haben ja genug Zeug. Ich meine, wir haben jetzt als nächstes die Mondbasis, die müssen wir bemannen. Also wir schaufeln die Kerbals ja auch quasi truckladungsweise ins Weltall hoch. Und wenn wir erstmal die erste Basis stehen haben, auf der richtig was los ist, also wo wir richtig Essen produzieren können und so, die können wir dann auch mal ein bisschen größer ausbauen. Also das wäre auch so die Idee hinter der nächsten Version der Raumstation. So, jetzt können wir schon mal
Retrograde gehen. Wir kommen jetzt nämlich langsam in die heiße Phase im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also wir sind jetzt ein bisschen arg schnell. Ich würde sagen, wir können jetzt mal anfangen zu bremsen, weil hier müssten wir jetzt noch genau mit der Bremsung auch die Periapsis noch mit absenken. Ich wollte mal gucken, dass wir mit der Periapsis jetzt so mit dem Bremsmanöver uns langsam, aber sicher auf die 50 Kilometer senken, damit wir auch einen wirklichen Bremseffekt haben. Das sieht aber ganz gut aus, dass wir das auch hinbekommen. Jetzt warte ich nur mal noch, aber ich will es auch nicht zu weit nach unten schieben, weil wir kommen halt trotz allem, wie ihr hier seht, relativ schnell rein. Wir müssen jetzt nicht zu tief in die Atmosphäre gehen, weil das gibt sonst hässliche Verbrühungen, habe ich gehört. Wenn man noch ein bisschen zu optimistisch unterwegs ist. So, unser Strom ist aufgeladen. Das sieht gut aus. Ja, das Monopropellant hätten wir uns sparen können, tatsächlich. Also zumindest hätten wir Düsen anbauen können. Und mit wir meine ich mich. So, letztes Bremsmanöver. Ja, jetzt wird es natürlich langsam ein bisschen warm an den Solarpanels. Aber das ist auch gleich nicht mehr so direkt unser Problem. Zack, wir werden jetzt gleich abwerfen. Sobald der Treibstoff alle ist. Und der X2DCH. Ihr habt aber auch alle Nicknames, ey. Zack, ist jetzt auch ein Kronaut. Und willkommen, viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sind jetzt unser Kommandomodul, unsere Service Unit, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, normalerweise heißt sowas Service Unit. Sind wir los? Der Hitzeschild ist in Richtung böse Seite von der Hitze ausgerichtet. Wir werden langsam langsamer, das ist auch okay. Ich bin mal gespannt. Aber wir sind gar nicht so tief reingegangen, wie ich mir das gewünscht hätte.